steht hinter dir. 5, 6, 7, 8. Und wieder mal hat er zugeschnappt. Jeder kennt ihn, da gibt es was zu lachen. Wenn die letztes Mal wieder richtig lachen. Er hat die besten Ideen, die gehen voll ab. Typisch Handy, ihr lacht und schlacht. Er ist der Beste und Schrägste, voll durchgeknallt. Haltet eure Augen auf und angeschnallt. Typisch Handy. Er ist der Meister der Streiche, da geht es ab. Typisch Handy. Ich habe zwei Dinge aus dieser Sache gelernt. A, Streiche sind ein dreckiges Geschäft und B, wenn du den Gestank erträgst, hast du ihn besiegt. Ja. Du siehst einfach super aus, Alter. Überleg dir das mal. Die 2 Wochen harter Arbeit und schlafloser Nächte haben sich jetzt bald gelohnt. Die Kindergartenkids an den Start zu bringen, war eine geniale Idee. Wie? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Atomare Hosenzieher gesehen, ich habe auch schon nukleare Hosenzieher gesehen, aber das ist der erste Weltuntergangshosenzieher überhaupt. Die Zeit war reif dafür, würde ich sagen. Und weiter geht's mit Phase 2. Komm schon, das schaffst du. Das läufst du dir einfach raus. Und jetzt noch das Sahnehäubchen obendrauf. Die East Gecko Sportnachrichten. Wo finde ich Craig Bennett? Ach Gott. Wie fühlt man sich so als Quarterback des Jahres der Region East Gecko? Wie ich mich fühle? Hey, sehen Sie sich das mal an da drüben. Warte! Ich habe noch mehr Fragen! Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch so schnell rennen kann. Gut für ihn. Und war es das wert? All die Zeit und den Aufwand? Das war's absolut wert. Andy, ich muss mal mit dir reden. Komm her. Es geht um deine Noten, weißt du? Die sind katastrophal. Du hast ernsthaft einiges nachzuholen, Andy. Das ist wie beim Kuchenessen. Wenn man ein Stück gegessen hat, möchte man noch eins und noch eins, bis man vollgestopft ist. Also sollte man niemals zu viel Kuchen essen. Wow, das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Okay, vielleicht war das kein gutes Beispiel. Sie hat sicher von meinem Streich mit der Sportskanone gehört. Andy, vor 2 Wochen habe ich dir gesagt, du sollst dich auf den Hosenboden setzen und lernen. Und, bist du vorbereitet? Ja, irgendwie schon. Wissen Sie, Herr Hutchins, ich komme doch immer irgendwie durch, also machen Sie sich keine Sorgen. Tja, nur zu deiner Information. In diesem Halbjahr brauchst du eine 2+ oder besser in allen Prüfungen, falls du planst, am Schuljahresende versetzt zu werden. Kein Problem für mich. Was? Eine 2+? Solche Noten kriegen doch bloß Genies. Und was passiert, wenn ich die 2+ nicht schaffe? Naja, dann stufen wir dich erstmal zurück in die Förderklasse für Lernschwache. Naja, was soll's, es gibt ja keine Förderklassen in unserer Schule, wir also... Wir werden eine einrichten, nur für dich. Katze. Nun sprich mir nach, Andy. Katze. Hilfe. Also gut, ich werde diese 2+ schaffen, Herr Hutchins. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue, vielleicht wird's das auch. Ich kann nicht in die Klasse für Lernschwache, dann guckt mich Laurie nie mehr an. Wie wär's, wenn du dann mal was lernen würdest, so wie alle anderen auch? Wann hast du denn Zeit zu lernen? Du hilfst mir doch bei meinen Streichen. Ich weiß auch nicht. Wenn ich nach Hause komme, habe ich meistens so eine Lernphase. Wenn man nicht durchfallen will, nimmt man sich schon die Laurie, Zeit dafür. Laurie, ich würde dich gern nach Hause begleiten. Wenn ich durchfalle, ist die Laurie-Front ganz weit offen und Jervis wartet doch nur auf seine Chance. Dann startet jetzt der Gegenangriff. Ach, ist jetzt Fütterungszeit im Zoo? Nicht doch. Ich beschreibe ihm nur eine Ellipse. Also, das würde ich mir zu gerne ansehen. Ha! Und das soll eine Ellipse sein? Wie wär's dann, wenn du dich zu uns setzt und uns erklärst, wie es richtig geht? Gib mir die Banane. Oh.
Seid ruhig! Man hört ja, dass hier schon ein neuer Lehrer gesucht wird für deine neue Klasse für Lernschwache. Oh. Okay, ich lese dir eine Zeile aus einem berühmten Stück vor und du nennst mir dann das Stück und den Autoren. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Kenn ich. Oscar Wilde. Nicht mal annähernd. Auch du, mein Sohn Brutus. Ich kann kein Latein, oder war das Französisch? Ach, oh, Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Hey, das kenne ich. Das ist aus Mitch, Gärtner des Grauens, Teil 4. Was? Da suchen sie in einem Kürbisfeld einen Typen, der heißt Romeo. Aber alles, was sie finden, ist seine Hand. Bitte rettet mich aus diesem Albtraum. Das ist aus Mitch, 6. Teil. Als die mutierten Zombie-Kartoffeln dem Bauern auflauern. Und los geht's mit Algebra. Okay, was Einfaches zuerst. Ich zeig dir jetzt eine Gleichung und du sagst mir dann die Lösung. Die Lösung ist A gleich 0? Das ist nur ein Scherz mit der 0. Die Lösung ist gleich A. Hier steht es doch, oder? Oh. Vielleicht sind Textaufgaben einfacher für dich. Also, Zug A verlässt den Bahnhof um 13.45 Uhr. Zug B verlässt den Bahnhof um 14.30 Uhr. Beide fahren in Richtung Westen. Sind das Dampflokomotiven oder welche mit einem Dieselmotor? Wieso? Würde das ihre Geschwindigkeit beeinflussen? Nein, ich möchte mir nur ein richtiges Bild von diesen Zügen machen. Wenn du es wenigstens versuchen würdest. Hey, ich gebe doch schon 110%. Mehr als 100 von 100 geht gar nicht. Du weißt ganz genau, dass 100% das Maximum sind. Ich habe keine Ahnung, wie wir dich auf eine 2+ kriegen sollen. Ich bin völlig fertig und wir haben noch einen ganzen Tag Lernen vor uns. Ach, so allmählich wird mir einiges klar. Wirklich? Ja, dass ich für den Rest meines Lebens in der Förderklasse sitze. Nicht, wenn ich's verhindern kann. Du hast dich in letzter Zeit richtig hinter die Bücher geklemmt. Das ist ein Zeichen von Reife. Ja, ich habe echt eine Menge gelernt. Ich bin heute Abend ab 8 in der Bibliothek. Wenn du möchtest, könnten wir ja zusammen lernen. Bis dann. Mit Lori an meiner Seite bestehe ich die Prüfung bestimmt mit Auszeichnung. Na, aber sicher. Was denn sonst? Jetzt lasse ich mich von nichts und niemand mehr aufhalten. Von nichts und niemandem. Deine Grammatik, echt, ey. Lori, hast du zufällig Andy da drin gesehen? Er wollte sich vor 10 Minuten hier mit mir treffen. Ja, er sitzt in seinem Spind drin und lernt. Ganz der fleißige Musterschüler. Er hat sich wirklich geändert. Ich kann das beurteilen. Er sitzt in seinem Spind und lernt? Hey, wach auf! Nun ist der Sommer der Quadratwurzelgleichung. Oh, Danny, tut mir leid. Also weißt du, anstelle von Beans and Burger würde ich lieber nach Hause gehen und mich hinlegen. Ja, ich gehe nach Hause, um zu schlafen, vielleicht auch träumen. Ich meine ausruhen für das Weiterlernen mit der bezaubernden Lori. Um mit Auszeichnung zu bestehen! Andy, ich muss sagen, es imponiert mir, dass du dich so in die Lernerei reinkniest. Und heute Abend gehe ich wieder in die Bibliothek. Mom, hilf mir mit meinen Haaren für das große Spiel heute Abend. Am Schluss hat sie sowieso immer dieselbe Frisur. Ich komme. Echt, ich sollte mich wirklich mal ausruhen. Andererseits ist das eine Gelegenheit, die ich mir einfach nicht entgehen lassen kann. Bin gleich zurück. Teufelssoße. Als ich die das letzte Mal verwendet habe, kam Spank zu nah ran und hat sich das Schwanzfell versenkt. Das wuchs auch nie nach. Ich sag euch eins, dieser Hackbraten wird richtig reinhauen. Und jetzt mache ich endlich mal ein Nickerchen. Ach, schon wieder so eine wunderbare Vorlage. Bin gleich zurück. Hering und Zwiebelbelag. Das ist mir vor einer Woche hinters Bücherregal gefallen. Ich hol mal meine Tasche. Oh nein, zu spät schon. Ich muss doch pünktlich sein. Oh, was ist das für ein Gestank? Was mache ich denn jetzt nur? Vor dem Spiel kann ich es nicht mehr waschen. Dazu habe ich keine Zeit. Hier, lass es uns mit Parfum einsprühen. Das wird diesen grässlichen Duft überdecken. Okay, geht's jetzt? Oh, na toll, jetzt ist es noch schlimmer. Vielleicht kann mir irgendjemand ein Trikot leihen. Und das werfe ich ganz schnell weg. Wie soll man hier eigentlich schlafen können bei diesem Krach, den ihr macht?
Ich bin wirklich stinkwütend auf dich, junger Mann. Wenn du heute Abend nicht lernen müsstest, würdest du Hausarrest bekommen. In 5 Minuten gibt es Abendessen. Danke, ich habe keinen Hunger. Mit knurrendem Magen kannst du nicht lernen. Hoppla, mein Schatz, der Hackbraten ist ja aber würzig geraten. Ich brauche ganz schnell Wasser. Oh, hab ich da etwa zu viel Wasser genommen? Es wird immer schärfer und schärfer. Also, ich habe gehört, dass Milch gut sein soll gegen diesen würzigen Nachgeschmack. Sei vorsichtig, Schatz. Du weißt doch deine Milchzuckerunverträglichkeit. Ja und? Ist mir egal, das brennt wie Feuer. Das. Oh, Andy! Ist das etwa ein Streich? Oh, mein Magen! Mom, du weißt doch, dass ich schlafen wollte. Ich muss mich wirklich noch ein bisschen ausruhen, bevor ich in die Bibliothek gehe. Also bitte, versucht ein bisschen leiser zu sein. Oh nein, Schatz! Nicht die Schlagsahne! Na, ich will doch nur schlafen. Es ist blöd, wenn ein Streich zu gut funktioniert. Ja. Was soll das? Du wolltest doch lernen. Nein, ich wollte eigentlich ein wenig schlafen. Aber ihr hier unten habt einfach zu viel Krach gemacht. Hey, ist das nicht Craig? Oh, ich krieg dich noch, Larkin. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Ach so, anstatt zu lernen, verschwendest du also deine Zeit damit, Craig fiese Streiche zu spielen. Und Jen! Und diesen wunderbaren Hackbraten auch, du Rüpel. Andy, wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du dich jetzt auf in die Bibliothek und zwar sofort. Über deine Bestrafung unterhalten wir uns, wenn du deine Prüfungen geschrieben hast. Aber ich bin fix und fertig und Laurie muss ich auch erst später treffen. Kann ich nicht einfach ein wenig schlafen? Du gehst jetzt! Schön, ich gehe ja schon. Aber ich fasse es einfach nicht, dass ihr mich rauswerft, wenn ich morgen Prüfungen habe. Hör auf, wir schicken dich doch nur in die Bibliothek. Das schmerzt wirklich. Hey, Andy, seit wann musst du denn eine Brille tragen? Tja, also ich habe mir gedacht, wir fangen mit Erdkunde an. Hä? Oh Mann, Andy! Was, Laurie, tut mir leid. Ich muss wohl irgendwie eingedöst sein bei der ganzen Lernerei. Und ich hab gedacht, du würdest dich wenigstens mal anstrengen. Hey, Laurie, ich hab dir ein Plätzchen freigehalten. Bitte, Laurie, ich brauch wirklich deine Hilfe. Komm doch, nachdem du dem lernschwachen Schüler geholfen hast. Oh, Frau Scorn, Travis macht schon wieder Eselsohren in die Seiten. So, was kommt zuerst? Huh? Siehst du, zuerst kommt das und dann das hier. Ich finde, du wirst langsam zu einem ganz anderen Menschen, Andy. Oh, du kannst einen wirklich rasend machen. Laurie, warte! Ach, bitte! Oh. Tut mir leid, Laurie, das ist nur die Müdigkeit, ehrlich. Ja, bitte, ich höre. Ich wollte dir nur danken, weil du mir beim Lernen geholfen hast. Wenn auch zu wenig und zu spät, Larkin. Darf ich dich jetzt nach Hause bringen? Ich muss sagen, Jarvis, ich finde das irgendwie gruselig, wie du ständig um uns rumschleichst. Das war echt ein guter Witz, vor allem, weil das hier die Bibliothek ist und morgen wichtige Prüfungen anstehen. Komm, Laurie, ich lade dich auf einen Burger ein. Manche Leute scheinen zu vergessen, dass sie morgen eine Prüfung haben. Na. Ich würde mich freuen, wenn du mich nach Hause begleiten würdest. Na, gibt's auch einen Streich dagegen, durch die Prüfung zu rasseln, lernschwacher Schüler? Klingt das nicht wie eine Herausforderung? Also für mich hat sich's jedenfalls genauso angehört. Okay. Ich brauche eine Idee für einen Streich, der mir mehr Zeit zum Lernen bringt. Und diesem lausigen Jarvis eine reinwirkt. Mann, irgendwas muss es doch geben. Ein Baum. Ein Felsen. Abfall. Oh Mann, dafür werde ich wohl Hilfe brauchen.
Was willst du denn um diese Zeit hier? Ich bin gerade eingeschlafen. Du musst mir helfen. Das wird die ganz große Nummer. Der Streich von... Dem alle noch lange reden werden. Hatten wir die nicht schon alle? Ach, jetzt komm schon, Danny. Du bist doch immerhin meine rechte Hand. Du meinst Assistent. Ist da jemand zickig? Was heißt hier zickig? Du holst mich aus meinem warmen, weichen Bettchen raus. Ich kann mich noch nicht mal anziehen. Und jetzt stehe ich hier draußen, mitten in der Nacht. Ach, willst du das wirklich verpassen? Ernsthaft? Na schön, lass uns gehen. Und? Was ist es für ein Streich? Ich weiß noch nicht. Irgendwie hatte ich das befürchtet. Oh. Das ist der Meister der Streiche. Unser treuer Gehilfe. Und wieso soll dir ausgerechnet das dabei helfen, nachzudenken? Im Liegen kann ich ganz einfach viel besser denken. Und weißt du, du kriegst nur das, was du verdienst. Oh. Ha? Dieser Waschbär will doch sicher irgendwas. Dieser blöde Waschbär hat mich die ganze Nacht wachgehalten. Das ist das Sandwich, das Andy in deine Tasche getan hat. Ja, dabei habe ich es in 7 Tüten eingewickelt, bevor ich es weggeworfen habe. Aber das hat nichts gebracht. Ich riech's doch von dir noch. Ich habe gedacht, der Geruch kommt von dir. Ach, hier liegt ein Streich in der Luft. Komm mit. Ah, der süße Duft des Erfolges. Du bist nicht nur völlig übermüdet, sondern du hast auch deinen Geruchssinn verloren. Oh. Aua! Hey, der blöde Waschbär hat ihn zurückgeworfen! Komm, wir bringen dieses stinkende Stück Schimmel in die Schule. Mach den Lüftungsschacht auf. Damit sollte es gehen. Heizung an, dann wird's geschmort. Klasse Idee, Danny. Da kommt jemand. Lass uns einen Abflug machen. Haben wir da vielleicht etwas vergessen, Herr Larkin? Jeder weiß doch, wer in einer Prüfung eine Unterwäsche trägt, ist automatisch durchgefallen. Du bist zurückgestuft in den Kindergarten. Puh, es war bloß ein Traum. Oha, Andy, also das ist ja wirklich erstaunlich. Du hast alles hundertprozentig richtig. Bis auf die Tatsache, dass du nackt bist. Was ist? Ich hatte gerade einen völlig gruseligen Traum. Wieso ist es denn so heiß hier drin? Hier ist es fast so heiß wie bei meiner Oma zu Hause. Aber wieso stinkt es hier nicht? Herr Hutchins, es ist viel zu heiß für eine Prüfung. Das Schlüsselwort? Ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Der Hausmeister soll die Klimaanlage anmachen. Hervorragende Idee, Andy. Das werde ich ihm sofort sagen. Dieser Geruch erinnert mich an die Müllhalde, neben der ich einmal gewohnt habe in Winnipeg. Das riecht so wie Jen gestern bei dem Footballspiel. Zeig Ihr habt mir gestern ein verdorbenes Sandwich in die Tasche getan. Das hat genauso gestunken. Oh-oh. Na, herzlichen Dank auch dafür, Larkin. Nur deinetwegen müssen wir jetzt alle Prüfungen auf nächste Woche verschieben, nachdem wir alles desinfiziert haben. Ja! Na los, bewegt euch raus! Einmal mehr hast du die Latte für alle zweitklassigen Streicheamateure dieser Welt ganz, ganz hoch gehängt. Tja, es gibt eben nur einen wirklichen Meister der Streiche. Nicht doch, du bleibst hier. Du kommst mit mir mit. Du hast dieses Sandwich reingetan, nun wirst du es auch wieder rausholen. Hm.
Au! Oh, hier stinkt's. Was? Hey! Lass gut sein, ich will dein Stink-Sandwich nicht. Ja? Oh, ist das eklig. Tja, ihr denkt jetzt bestimmt, wenn ich für die Schule genauso viel Aufwand betreiben würde wie für meine Streiche, wäre ich ein echter Musterschüler. Aber das würde doch längst nicht so viel Spaß machen. Aua, lass das jetzt. Jeder kennt ihn, da gibt es was zu lachen. Wenn die letztes Mal wieder richtig lachen. Er hat die besten Ideen, die gehen voll ab. Typisch Handy, ihr lacht verschlappt. Er ist der Beste und Schrägste, voll durchgeknallt. Haltet eure Augen auf und angeschnallt. Typisch Handy. Er ist der Meister der Streiche, da geht es ab. Typisch Handy. Ja, alle coolste Typen in der großen Stadt. Typisch Handy. Ja. Ich habe zwei Dinge aus dieser Sache gelernt. A, Streiche sind ein dreckiges Geschäft und... B, wenn du den Gestank erträgst, hast du ihn besiegt. Ja! Yeah. Du siehst einfach super aus, Alter! Überleg dir das mal. Die zwei Wochen harter Arbeit und schlafloser Nächte haben sich jetzt bald gelohnt. Die Kindergartenkids an den Start zu bringen, war eine geniale Idee. Wie? Hä? Affe? Na ja, dann stufen wir dich erstmal zurück in die Förderklasse für Lernschwache. Na ja, was soll's? Es gibt ja keine Förderklassen in unserer Schule. Wir werden eine einrichten. Nur für dich. Ja. Oh. Katze. Nun sprich mir nach, Andy. Katze. Hilfe. Also gut, ich werde diese 2 plus schaffen, Herr Hutchins. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue, vielleicht wird's das auch. Ich kann nicht in die Klasse für Lernschwache, dann guckt mich Laurie nie mehr an. Wie wär's, wenn du dann mal was lernen würdest, so wie alle anderen auch? Wann hast du denn Zeit zu lernen? Du hilfst mir doch bei meinen Streichen. Ich weiß auch nicht. Wenn ich nach Hause komme, habe ich meistens so eine Lernphase. Wenn man nicht durchfallen will, nimmt man sich schon die Zeit dafür. Laurie, ich würde dich gern nach Hause begleiten. Ja. Wenn ich durchfalle, ist die Laurie-Front ganz weit offen und Jervis wartet doch nur auf seine Chance. Dann startet jetzt der Gegenangriff. Ah, ist jetzt Fütterungszeit im Zoo? Nicht doch. Ich beschreibe ihm nur eine Ellipse. Also, das würde ich mir zu gerne ansehen. Ha! Und das soll eine Ellipse sein? Wie wär's dann, wenn du dich zu uns setzt und uns erklärst, wie es richtig geht? Gib mir die Banane. Oh. Na, sei ruhig. Man hört ja, dass hier schon ein neuer Lehrer gesucht wird für deine neue Klasse für Lernschwache. Oh. Okay, ich lese dir eine Zeile aus einem berühmten Stück vor und du nennst mir dann das Stück und den Autoren. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Kenn ich. Oscar Wilde. Nicht mal annähernd. Auch du, mein Sohn Brutus. Ich kann kein Latein, oder war das Französisch? Ach, oh, Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Hey, das kenne ich. Das ist aus Mitch, Gärtner des Grauens, Teil 4. Was? Da suchen sie in einem Kürbisfeld einen Typen, der heißt Romeo. Aber alles, was sie finden, ist seine Hand. Bitte rettet mich aus diesem Albtraum. Das ist aus Mitch 6. Teil. Als die mutierten Zombie-Kartoffeln dem... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Yeah. Atomare Hosenzieher gesehen, ich habe auch schon nukleare Hosenzieher gesehen, aber das ist der erste Weltuntergangshosenzieher überhaupt. Die Zeit war reif dafür, würde ich sagen. Und weiter geht's mit Phase 2. Komm schon, das schaffst du. Das läufst du dir einfach raus. Und jetzt noch das Sahnehäubchen obendrauf. Die East Gekkos Sportnachrichten. Wo finde ich Craig Bennett? Ach Gott. Wie fühlt man sich so als Quarterback des Jahres der Region East Gekko? Wie ich mich fühle?
Hey, sehen Sie sich das mal an da drüben. Warte! Ich habe noch mehr Fragen! Wow, ich hätte nicht gedacht, dass er noch so schnell rennen kann. Gut für ihn. Und war es das wert? All die Zeit und den Aufwand? Das war es absolut wert. Andy, ich muss mal mit dir reden. Komm her. Es geht um deine Noten, weißt du? Die sind katastrophal. Du hast ernsthaft einiges nachzuholen, Andy. Das ist wie beim Kuchenessen. Wenn man ein Stück gegessen hat, möchte man noch eins und noch eins, bis man vollgestopft ist. Also sollte man niemals zu viel Kuchen essen. Wow, das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Okay, vielleicht war das kein gutes Beispiel. Sie hat sicher von meinem Streich mit der Sportskanone gehört. Andy, vor 2 Wochen habe ich dir gesagt, du sollst dich auf den Hosenboden setzen und lernen. Und, bist du vorbereitet? Ja, irgendwie schon. Wissen Sie, Herr Hutchins, ich komme doch immer irgendwie durch, also machen Sie sich keine Sorgen. Tja, nur zu deiner Information. In diesem Halbjahr brauchst du eine 2+ oder besser in allen Prüfungen, falls du planst, am Schuljahresende versetzt zu werden. Kein Problem für mich. Was? Eine 2+? Solche Noten kriegen doch bloß Genies. Und was passiert, wenn ich die 2+ nicht schaffe?